Ich bin im Februar die Süduferstraßen entlangfahren und habe mir gedacht, Alter, wie geil ist denn der See? Was der Bursche da zustande gebracht hat, ist wirklich ganz große Klasse. Da habe ich gewusst, dass ich angekommen bin, dass ich das, was ich mache, sehr, sehr gerne mache. Und ich rede auch nicht in meinem Beruf über Stunden. Ich bin gern da, weil ich das, was ich gerne mache, macht man mit Leidenschaft und Liebe. Ich glaube, Leidenschaft und Liebe sind die zwei wichtigsten Merkmale in so einem Beruf. Egal, ob das Gourmet, à la carte, Falstaff oder wie auch immer ist, wenn er da überall top ist, und es ist er eigentlich, er ist überall die Nummer 1 in Kärnten, dann können sich so viele Leute nicht irren. Aber natürlich, bist du irgendwo oben, wirst du Leute haben, die das vielleicht nicht so gern sehen. Viele glauben immer, Alter, der hackelt nichts, der ist nicht da, aber wir haben knappe 80 Mitarbeiter. Ich mache alles selbst, ich schreibe jetzt Angebot selbst, überweise an jeden Lohn selber, jede Rechnung überweise ich selber. Der bestbezahlteste Hausmeister vom See. Ich bin auch von April bis Oktober 7 Tage in der Woche in der Firma. Und komischerweise um die Stunden, was du arbeitest, beneidet dich keiner. Aber wenn du jetzt einmal mit deinem neuen Auto wegfährst, dann sagt dir jeder, war der Arsch, der. Ein Paul Iwitsch lässt das machen. Ein Hubert Wallner muss machen. Bist doch der. Aber was? Ich habe noch nie irgendwas gemacht wegen einem Geld. Wenn ich da was mache wegen einem Geld, müsste ich sagen, ich lasse offen von Mai bis September. Ich bin aber ein Idealist und ich sage, wir sind in einem Dienstleistungsberuf und wenn der Gast im Dezember kommt und wir haben offen, der freut sich, der will was erleben, der will was sehen. Jetzt sagen viele, die vergleichen das mit dem Spitzensport. Gell? Kannst du bei uns einen vergleichen, weil im Spitzensport trainierst du für was, dann ist die Leistung und dann fällt der Druck ab. Wir haben den Druck jeden Tag. Teilweise 300 Tage im Jahr. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend bei uns. Du musst immer das Beste geben. Es gibt keinen Tag mit 99%. Bei uns hat der Tag 110%, weil der Gast kommt, er will die Leistung abrufen. In der Küche muss das geben. Und da, glaube ich, gehört auch dazu, und das mache ich, glaube ich, auch nicht so schlecht, dass ich ein guter Motivator bin. Also ich bin mit dem, was ich habe, eigentlich nie zufrieden. Das heißt doch nicht, dass ich unglücklich bin. Ich möchte schon immer Stufen weiter den Berg aufgehen. Du kannst einen Jungen nur begeistern, wenn der Funken überspringt. Gell? Wenn du jetzt den nur abmachst, nur schimpfst und sagst, du kannst eh nichts, du bist nichts, so wie es früher mal war, war es leider so in der Gastro, dann wird der Beruf aussterben. Da gehört einfach Feier dazu und du musst das Alter, ich gehöre schon zu den Alten, wir bald 50, das Feier weitergeben. Und auf das kommt es an. Und weißt du, den Hubert Wallner ansprechen, man darf ihn nicht vergessen, er ist einer der besten Köche, den wir da in der Region haben. Und das ist ein Werbemagnet, bitte, das muss man doch mit hinaus posaunen. Und ich war jetzt gerade auch vor ein paar Tagen wieder bei ihm zum Essen, also das ist großes Kino. Ich würde mir wünschen, dass halt da mehr Spitzenköche umschwenken auf das Regionale. Weil die Küche ist ja phänomenal von ihm. Kann man sagen, was man will. Ich habe zum Beispiel einen Gemüsebauern bzw. Kräuterverrückten, den Harald Lakonik in Villach. Umsonst hat man nicht 19,5 Punkte, umsonst hat man nicht viele andere Auszeichnungen. Und da bemühe ich mich natürlich auch, ihm Dinge zu geben, die er erstens nicht überall kriegt und zweitens in einer Top-Qualität. Der Gast will ja auch zu dem Produkt was wissen. Gell? Wenn du sagst, das war jetzt die NC, die Jungkurve von dem Bauern, der hat es mit den Hai gefuttert, was er vom Nachbarn gekriegt hat oder selber hat. Das Storytelling ist ganz ein entscheidender Punkt. Hubert, danke, ciao. Der Hubert zum Beispiel war der erste Koch, wie ich da angefangen habe, der nach 3 Tagen ist ein fremder Koch, der in meiner Küche gestanden hat. Wer bist du, was kannst du, was willst du so auf die Art? Sagt er, du, ich bin der Hubert, ich bin damals war Küchenchef im Karamé. Sagt er, ich bin der Küchenchef im Karamé. Ich heiße dich herzlich willkommen, wenn du was brauchst,
kannst mich gerne anrufen. Dann haben wir natürlich einen Kaffee getrunken. Ja, alte Jacken, das kann eine Jacken gucken. Im Schwierkoch des Jahres wohnen, oder? Seitdem ein sehr enger Freund. Jetzt nehme ich Hubert her, der Hubert, wir haben die größte Garde. Ja? Wir haben die größte Garde. Seit wir jetzt einmal da von unserem Dreh oben, da sind wir noch da gelandet, da, ja? Bis Halleluja, so, haben wir es in Wirklichkeit nur mehr gehört und nicht gesehen. Es gibt kein Stehenbleiben. Weißt, du musst dich immer irgendwie nicht neu erfinden, aber deinen Stil weiterentwickeln. Und dann glaube ich, oder ich denke mir, das kommt dann auch bei den Gästen gut an und das ist genau das, was sie suchen und haben wollen.